Moin Leute, das Konsole Let's Play Delicious, Emily's Hopes on Fears, mit Patrick wieder. Applaus, Applaus, bedienen 25 begeisterte Kunden. Oh Gott. Das Kloster haben wir immerhin erreicht. Mehr oder weniger. Das Glühwürmchenfeuer ist für dieses Jahr Zeit besonders hell. Das kündigt eine Veränderung an. Ach, das sagst du jedes Jahr. Ich weiß es nicht mehr. Erst oben, dann unten oder erst unten, dann oben. Ich schätze, bei mir ist es erst unten und dann oben. Verdammt, wir kommen uns gegenseitig in die Quere. Warum braucht ein Hohepriester überhaupt ein Seil, um sich zu erhängen? Klopf, 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 hey! Also Seile gibt es ganz viele traditionelle... Was kannst du das Schild nicht entziffern? Keine Hausierer. Also, wo waren wir stehen geblieben? Bitte, ich brauche die Blume. Was hat er gesagt? Ich glaube, er will uns eine Versicherung verkaufen. Eine Versicherung? Hm. Es ist hier recht glatt. Da könnte eine Unfallversicherung wirklich nicht schaden. Lass ihn rein, dann tauen wir ihn ab. Es ist sowieso gleich Mittagspause. Oh, fuck. Krasse Mönche seid ihr. Und Patrick hat irgendwie immer ein Talent dafür zu erfrieren. Patrick kann nicht einmal mehr laufen, doch er wird bis ans Ende der Welt kriechen, um seine Tochter zu retten. Oh geil, du bist mein Alleinunterhalter, wa? Kuhnchen der Gibbon. Voll süß. Kuhnchen ist das Maskottchen der Mönche und verbessert durch seine Gibbon-Fähigkeiten die Stimmung. Was für Gibbon-Fähigkeiten? Hab ich hier... Okay, Geduld. Ein Tresen, das ist natürlich geil. Ja... Was habe ich hier? Patrick und die Mönche. Schneller. Ich gebe gar nichts mehr hierfür für Kohle. Ja, dann machen wir mal einen schnelleren Entertainer, ne? Und dann hier noch das hier, weil es geil ist. Mantra. Auch ein gutes Mantra. Chaka. Bediene 25 begeisterte Kunden. Ich bin begeistert as fuck. Hier, sei mal begeistert. Haben die im Kloster nicht generell irgendwie mal gute Laune? Ist das eine Gibbon-Fähigkeit? Wow. Gibbon, gib alles. Wo rennt der hin? Kuhnchen. Oh, fuck, ich muss den erst kochen oder was? Fuck yeah, ich habe keine Ahnung. Gut, dass ich den Affen habe. Und einmal Räucherstäbchen. Oh, da wäre die Maus gewesen. Tja, verkackt. Alles begeisterte Kunden. Aber Patrick. Ja, das machen wir mal hier. Heißen Tee? Was? Gleich Wasser. Oh, da unten. Gut. Gut zu wissen. Der ist gleich nicht mehr begeistert. Warum bewegt er sich? Okay, nicht. Bumm! Gilt noch als begeistert. Wo ist mein Gibbon? Schnell, gib dem hier. So, dann nehme ich die Maus natürlich noch mit. So. Ja, schön begeistert sein. Boah, ey, mach mir jetzt hier kein Drama. Komisches, magisches, eiskaltes Wasser. Die Mönche stehen auf deinen geilen Reissaft. Ich find's auch geil, dass ich da erst die Blätter reinpacken muss und dann... Oh! Den Reis. Zumindest assume ich, ob das das Reis ist. Anstatt dass du erst den Reis da reinpackst und dann halt die Kräuter. Weil die Kräuter liegen oben drauf. Aber gut, das ist halt wahrscheinlich einfach nur um das zu markieren, weil später, sollen wir schauen, ob es dann nochmal was anderes gibt. Ja, wer hätt's gedacht? Da hier ein paar Mantras beten, mein Freund. Machen wir doch mal. Komm, ihr seid alle begeistert, ne? Weil das ein sehr begeisterungsfähiges Kloster hier ist. Würde mich halt wundern, wenn es auch anders wäre. Ja, eigentlich sind manche doch recht gechillt. Was heißt gechillt? Also die sind super diszipliniert, ne? Aber
Und eisern, aber... Oh, schön warm bleiben. War dennoch halt irgendwie gut gelaunt, weiß ich nicht. Ich meine, obwohl die halten sich viel vom Weltlichen fern, gilt das eigentlich dann auch für Emotionen? Ich glaube nicht, ich hoffe nicht. Tja. Okay, kleiner Prachtschinken, du Prachtgibbon. Jo, dass ich gerade eine Achsel gekratzt. Ja gut, ist ein Gibbon, der darf das, ne? Fencheltee haben wir freigeschaltet. Mh, aromatisch. Wie der Euter einer Bergziege. Ich mag keinen Fenchel. Ich mag generell keinen Tee. Also wäre es gelogen, wenn ich sagen würde, oh, den Fencheltee mag ich gar nicht. Alleine der Tee ist besser. Der einzige Tee, den ich so einigermaßen runterkriege, ist Chai Latte. Und da verstehe ich nicht warum, weil es ist Tee und Kaffee irgendwie zusammen. Und ich trinke weder das eine oder das andere. Aber davon kann ich immerhin eine halbe Tasse trinken, ohne dass es mir schlecht wird. Yay! Alles klar, Kunden bedient, begeistert, begeistert, begeistert. Avanti! Ich habe voll auf die Kombination geschissen. Schlecht die. Ganz, ganz schlecht. Ja, ich hätte jetzt eh nicht, na egal. Zumindest nicht zusammen abkassieren können. Pam, 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 pam. Oh, alles klar, ich sag nix. Ich habe nichts gesagt. Ich habe mich nur erfreut. So, bitteschön, der Herr. Geil. Glückliche Mönche, glückliche Sif. Das kann jetzt von mir aus zufrieren. Tja. Bitte, ich muss mit eurem Chef sprechen. Das ist dann wohl der Hohepriester. Hast du einen Termin vereinbart? Ihr lebt am Ark, das ist ein Ort des Planeten. Ihr habt kein Telefon, keine Post, kein Internet. Wie hätte ich denn davon noch einen Termin vereinbaren sollen? Ich lese es mal nochmal vor. Hm, kein Termin. Tja, der Hohepriester befindet sich gerade in einem meditativen Trancezustand. Tja, kann nur einen Monat lang dauern. Einen Monat? Hol ihm einen Teller Suppe, dann ist er morgen wieder bei Sinn. Hallo, drückst du mal? Danke. Nebenquest. Alles geht kaputt, arbeite mit einem langsam zerbrechenden Tablett. Boah. Ja, haben wir keine andere Wahl, ne? Müssen wir ja machen. Bonus-Trinkgeld ist gut. Das nehmen wir doch mal hier. Laternen für Partystimmung. Partysiff. Da freue ich mich ja, dass ich den Gibbon habe, den guten. Langsam zerbrechendes Tablett, jo. Das kenne ich ja, das ist auch ein beliebtes, delicious Mechanismus, dass nach und nach das Scheiß-Tablett kleiner wird. Weil die Tabletts ja auch so zerbrechlich sind. Mhm. Bitteschön. Das war mal geilen Scheiß. Jolo, mitgenommen. Pom, pom. Punkte, die gehen, nehme ich natürlich mit. Na, alles andere wäre ja ein Verbrechen. Verbrechen an diesem Spiel. Bup, bup, bup. Hatte den Grill. Mantraketten. Wird schön. Räucherstäbchen. Wofür sieht man her? Voll die entspannte Mucke. Ich muss sagen, bis jetzt gefällt mir, glaube ich, die Musik hiermit am besten aus den von den ganzen Digicious-Teilen. Aber ich kann mich jetzt auch so schlecht an die alle anderen erinnern, wenn ich ganz ehrlich bin, aber es ist schon sehr situationsangepasst. Ja gut, im asiatischen Raum, wie willst du es asiatisch klingen lassen, nimmst du pentatonische Mucke. Dann halt noch, ich nenne es mal asiatisch angehauchte Instrumente. Ja?
Also hier hören wir die Trommeln da, die sind diese schweren. Das ist nicht so normale Drums oder so wie bei uns. Und auch nicht da, in Afrika gibt es ja diese länglichen Trommeln, das eher weniger. Das sind Klanghölzer, die höre ich raus. Klangstäbchen, die werden da viel benutzt. Kennst du diese japanischen Trommeln, diese großen? Das müsste so in die Richtung gehen. Ich kenne die Namen leider nicht. Ich weiß halt, jetzt speziell fürs Japanische, weil asiatisch ist nicht gleich asiatisch. Und da gibt es auch diese, ich nenne es mal, Zupfinstrumente, ganz viele. Das sieht aus wie so ein langes Brett, ein Hackbrett wird das, glaube ich, auch genannt. Da spielst du dann da drauf. Klangstäbe werden auch viel benutzt. Eine Zither jetzt, glaube ich, eher weniger. Oh, halt. Ich meine, einige Flöten sind da auch sehr verbreitet. Ich überlege gerade, die Ocarina selber ist eigentlich eher mehr ein Mittelalter-Instrument. Das hat da im asiatischen Raum nichts zu suchen. Nee, da müssten wir, da müsste ich, ne, ich müsste da mal einen Streifzug durch die Musikinstrumente machen. Nur ganz ehrlich, ich kann auch viele beim Namen nicht benennen. Das ist eigentlich sehr traurig, aber ja. Ich so wie es ist, ne? Boah, da bin ich gleich nur noch ein Platz habe, ne? Das wird wahrscheinlich passieren, ey. Wäre doch mal spannend, wenn du auch so ein Ding hast, wo du komplett alles verlierst. Das heißt, gar keinen Platz mehr. Null. Pilznudeln. Das sind Udon-Nudeln. Das erkenne ich doch. Ah, es gibt Soba-Nudeln, es gibt Udon-Nudeln, es gibt Ramen, diese klassischen. Mi-Nudeln gibt es. Es gibt so viele fucking verschiedene Nudelsorten. Ich esse ja am liebsten tatsächlich Soba-Nudeln. Das sind Buchweizennudeln. Obwohl die halt, die klassischen Ramen-Nudeln, da sind auch schon geil, aber die haben halt den Kalorienbezug geht nicht mehr. Was auch ganz geil ist, wenn man es richtig zubereitet, das sind diese Cognac-Nudeln. Die schmecken wirklich nur, wenn du die vorher erstmal richtig gut säuberst, um halt Nachgeschmack, sag ich mal, so ein bisschen wegzupacken und dann halt, keine Ahnung, zum richtig geilen Gericht, so eine richtig geilen Soße. Das geht dann schon ab. Klar, die, von der Textur her sind sie anders. Man merkt es halt, es ist schon ein Unterschied. Man merkt, dass man keine Nudeln ist, aber die schmecken eigentlich auch ganz gut. Ja, und ich rede gerne über das Essen. Weil ich verfressen bin. Wach auf, Schlafmütze! Versuche Patrick aufzuwecken. Oh, das wird interessant. Ja, nimm mal die Udon-Pilze hier. Ach ne, ich vergesse halt immer, dass es immer Bonuslevel sind, die jetzt geben. Hey, Versicherungsmakler, aufwachen. Ah, vergiss es, der schläft tief und fest, der wacht tagelang nicht mehr auf. Ja, wetten, dass ihm eine Stunde mit der Gebetsmühle heute noch aufweckt? Oh, ich weiß nicht, das erfordert viel Karma. Okay, die Wette gilt. Ah, sollte denn wetten? Versuche Patrick zu wecken. Kann ich das einfach so machen, oder? Muss ich wahrscheinlich auf irgendetwas Bestimmtes... Oh, fuck, warten. Oh, das dauert aber lange. Oder kann ich einen geilen Gong benutzen? Nee, ne? Wäre vielleicht nicht schlecht, sowas im Inventar zu haben. Allerdings bin ich faul wie Sau. Moment. Patrick, ich komme sofort. Oh, fuck. War klar, dass das schon wieder so ein Ding ist. Der hat ihn eigentlich nur grimmig angeguckt. Mehr nicht, ne? Ich habe die Maus gehört, aber ich habe sie bis jetzt noch nicht wahrgenommen. Das kommt noch. So, Moment. Ja, ich weiß, da wird wieder hier. Ah, war vielleicht jetzt nicht so schlau, mich darum zu kümmern. Moment. Ich kassiere den Eimer schon mal. Aha. Zum Glück muss ich keine begeisterten Kunden haben. Reicht aber nur aus, wenn die normal sind. Also, was ist das normal?
Dann machen wir mal hier gleich nochmal eine Supernudelsuppe. Wenn ich dann auch nochmal gerade mit schon mal dabei bin. Dahin, den Gibbon. Ich würde die sich immer so verziehen, dass ich die nicht sofort packen kann, die allein und heute. Das nervt mich gerade ein bisschen. Sehr. Schließt der zweite Korb auf, Moment. Ich habe die Ratte schon wieder nicht gesehen. Auf eine weitere Sorte hin, wollte ich gerade sagen. Jetzt übersehe ich die aber sehr gut. Na toll. Allzu viel Restaurantzeit habe ich ja auch nicht mehr. Darf gerne jetzt öfters kommen, die kleine Ratte. Ich komme hier das letzte Mal. Da ist mein Gibbon, wie immer. Gib alles, Gibbon. Jawohl, das hätten wir schon mal. So! Nee. Es reicht ja, wenn ich es jetzt einmal aus dem Augenwinkel sehe. Ich sehe die nicht. Bin ich blöd? Oh Mann. Ich glaube, ich werde das erstmal ein Level nachspielen müssen, um die verdammte Maus zu finden. Kann das sein? Das ist richtig bitter. Erscheinen bitte noch mal ein bisschen mehr. Bestimmt steht wieder irgendwer oder irgendetwas davor, dass ich das halt nicht so direkt mitbekomme. Ich kenne ja mein Glück. Kein gutes Mantra habe ich im Gepäck. Los, bestellen Sie schnell, 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 bestellen Sie bitte, 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 bestellen Sie schnell. So, jetzt möchte ich gerne aber auch die Maus auch noch sehen, ne? Wäre schön, wenn sie aber da auftauchen würde, aber das tut es anscheinend nicht. So, Moment. Ich habe es jetzt gehört, aber... Da, dahinter, doch, ach... Kleines dreckiges Biest. Da muss man echt richtig genau hingucken. Vor allem, wenn du halt eben so ein Spielfeld hast, so ein Level, das einfach komplett übersättigt ist. Du weißt ja gar nicht vom Auge her, wo du hingucken sollst, weil super viele Farben auf dich einpreschen. Details vielleicht auch. Elemente, Spielelemente, Level-Design-Elemente. Und was ich halt fies finde, ist, wenn die Maus irgendwo verdeckt ist von einer Figur, weil man die bewusst dahinsetzt, von wegen, falls da jemand sitzt oder falls da ein Alleinunterhalter steht oder sonst irgendwie etwas. Das ist dann halt schon so ein bisschen, wo man sich denkt, au! Also, ich denke mir dann immer so ein bisschen, ach, kleine fiese Möpp, ne? Du kleine fiese Ratte. Ja, sehr geil. Das nehmen wir mal mit. Super. Möchte der Herr auch noch bestellen? Ja, möchte der. Ja, ich komme jetzt von Papa. Sonnenuntergang haben wir freigeschaltet. Ein Räucherstäbchen namens Sonnenuntergang. Klingt ja sehr schön, wäre Sonnenaufgang nicht positiver? Und ich hab Schluck auf, cool. Ich frage ja nur. Untergehende Sonne, so kann man es ja auch bezeichnen, wenn man es anzündet, dann brennt sie und dann ist irgendwann vorbei. Und Monet freigeschaltet, ja, auch gut, auch das brauchen wir. Yin und Yang, das sind zwei Magetama, die zum einen einheitlichen Symbol werden. Oh, jetzt spinnt der Herd wieder. Muss man wieder ein bisschen anfeuern. Das schaffst du, Ofen! Du bist toll! Yay! Nein, sag doch so. Und dann hätte ich gerne die Kette dazu. Hey, hier im Kloster hat man nur gute Laune, verstanden? Pam, 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 pam. Jawohl, jawohl. Komm, geschafft. Sehr geil. Ich hab's geschafft. Nee, ich hab's nicht gesagt, dass ich das... Habe ich's nicht gesagt, dass ich es schaffe? Also, manchmal spreche ich auch richtig schön, nicht schlecht. Oh nein, wie lange habe ich geschlafen? Fast den ganzen Tag hier. So.
Was ist das? Das schickt dir unser Meister. Er wusste, dass du kommen würdest, als ob. Naja, er sagt ständig solche Sachen. Was es auch sein mag, es ist genau das, was du brauchst und genau zum richtigen Zeitpunkt. Er hat es echt drauf. Du brichst wohl wieder auf, was? Ich denke nicht. Wo ist der Schlüssel? Lil. Ist das denn wirklich vom Meister? Das ist einfach nur ein Trick von den beiden jungen Menschen, die ihnen besonders langweilig ist. Sich einen Spaß draus machen sollen. Das machen wir jetzt erstmal nicht. Wir machen erstmal Geschenke auspacken. Page ist so krank, um Geschenke aufzumachen. Du kannst... Okay. Wow, das finde ich immer mal nett integriert. Dann kommen wir es nicht. Foto haben wir auch noch. Okay. Warum auch immer das so ist, es ist so, wie es ist. Ich wünsche auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und wait.